Recht herzlich willkommen zur 175. Folge von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal hier unterwegs. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich bin der Meinung, dass der Bus nicht optimal fährt. Der fährt zwar hier hin und her, aber irgendwie ist die Bäckerei nicht das Zentrum, sondern das Rathaus, ja. Und das Rathaus erscheint mir momentan nicht der optimale Umschlagpunkt, weil wir hier unten ja die meisten Leute haben, ne? Die da umgeschlagen werden. So, die Linie ist jetzt Adenau, Ostdeutsches Rathaus. Der fährt immer wieder zum Rathaus hin und ich glaube, das ist jetzt momentan nicht das Optimale. 1870. Sattelstraße, wo ist denn die? Da. Ich glaube, wir haben hier intern ein Problem. 312 zu Starrenweg. Wo ist der Starrenweg? Da. Ich glaube, wir fahren hier ziemlich schlecht Passagiere hin und her. Kann das sein? Ich glaube, wir müssen da mal was optimieren. Und zwar sollten wir, ja, überlegen. Schaltfläche. Da klicken wir jetzt mal rein. Hier ist was gewesen. Ne, auch überfüllt. Überall überfüllt. Gehen aber zu dem Ziel wieder hin und machen hier erstmal weiter. In die Nachricht reinklicken, hatte der Michael Friedrich geschrieben, ne? Kurz gucken. Aha, 331. Nee, doch nicht. Das war der Bahnhof. Es fährt kein einziger mit, das ist schlecht. Und das liegt daran, dass hier nicht umgeschlagen wird, sozusagen. Ich denke, wir sollten hier was optimieren. Bei weitem auf jeden Fall. Wir brauchen weitere Fahrzeuge oder wir brauchen Linie ändern. Ich würde aber gar nicht Linie ändern wollen, sondern lieber Linie neu machen. Neue Linie. Und zwar Adenau. Stadtbus Adenau ist das ja, ne? Zieh das mal alles weg nochmal. Adenau Bahnhof. So, das ist erstmal gut. Und dann setzen wir mal Ziele. Da, nach da, nach da, nach da. Großbäckerei Rathaus, das ist klar. Dann wieder hierhin. Und dann dahin. Zurück. Dann dahin. Dann wieder zurück. Dann dahin. So, das sind jetzt genügend Ziele, denke ich mal. Sattelstraße und dann wieder zur Großbäckerei. Das passt erstmal. So, da müssen wir Fahrzeuge draufsetzen, die kriegen wir aber nicht hier oben, sondern die kriegen wir nur da unten. Machen wir auch jetzt auf zum Depot, das war hier. Da haben wir den Doppeldecker, hier haben wir noch einen auf Depot. 177. Der hat mehr Passagiere wie der. Der ist dafür günstiger. Ich glaube, ich nehme den wieder runter und nehme den wieder rauf. Und den hier, den sollten wir vielleicht verkaufen dann. Stadtbus Adenau Bahnhof hatten wir. Da dürfte noch keiner drauf sein. Wo ist denn das? Stadtbus Adenau Bahnhof. Und den starten wir, den öffnen wir, gucken uns den an. Das erste Ziel sollte die Großbäckerei sein, was es auch ist. Gut. Und den hier, den wollen wir vielleicht mal verkaufen, ne? Den haben wir eben falsch genommen, glaube. So, und dann würde ich noch eine zweite Linie setzen.
machen wir das Beppo nach hier unten. Haben wir ausgewählt. Neue Linie. Die geht hier los. Fährt dort oben hin. Kommt wieder. Und fährt dann hier hinten hin. Kommt wieder. Fährt dann nach da oben nochmal. Wo war das nächste? Hier. Fährt dann runter. Wieder dahin. Und oben war noch ein Ziel, oder? Ach, sogar noch zwei. Dahin und dann noch einmal nach ganz oben. Wunderbar. Das ist erledigt. Und das ist der Stadtbus Adenau Bahnhof. So, ja, jetzt haben wir, hier machen wir mal Nord raus und das andere müssen wir gleich nochmal umbenennen. Machen wir hier noch einen Süd hin, ne? Dann haben wir das passend. So, Adenau Nord, Adenau Süd. Okay, das ist soweit geklärt. Ah, Rathaus Paulusstraße. Naja, da warten tausende von Leuten. Lass die erstmal warten. Wir setzen aber jetzt einen Bus noch drauf. Und zwar Adenau Nord. Stadtbus Adenau Nord. Und der kann dann starten. So, dann sind die auch unterwegs, ne? Und die starten jetzt von hier. Den anderen Bus lassen wir noch vorübergehend fahren. Wir sollten nur auf Dauer den Verkehr nach hier rausnehmen, vielleicht. Na, das ist jetzt verkehrt. Wir müssen den mal haben. Stadtbus Adenau Nord ist das. Machen wir die Linie auf. Was da das Rathaus, Straße. Die Großbäckerei, die muss wegbleiben, ist es auch. Und das ist soweit okay. Wir müssen jetzt den zweiten Bus kriegen, in der Hoffnung, dass er. Na, ich habe das Gebäude davor. Also den kriege ich nicht, weil er offen ist. Das ist also nicht der richtige Bus, den ich haben möchte. Adenau Nord haben wir eben schon gehabt, ne? Ich hätte jetzt gern den, der nicht unser Bus ist. Der fährt jetzt da hoch, der fährt da lang. Wo ist denn der Adenau Süd? Das ist der. Ist das? Ach, das ist er ja hier. Das bedeutet, wir müssen diese Linie ändern. Diese Station muss raus. Linie ändern. Und wir löschen den. Und dann kannst du nochmal das Ostdeutsche löschen, weil da brauchen wir da nicht mehr hinfahren. So. Und dann müssen die da erstmal alle weggefahren werden, die da irgendwo hin wollen. Und dann, wenn da nichts mehr los ist, dass dann hier wieder besser ist, weil der von hier ja losfährt, der Bus. Gut. Ich mach die erstmal zu. Wüsste gerne, wie wir hier stehen. Adenau, Adenau. Über Radolf 12, 92. Okay, da geht ein bisschen jetzt mehr. Der muss jetzt hier irgendwo unterwegs sein. Oder? Ne, er fährt gerade los, müsste aber auch wieder dann wahrscheinlich voll sein, oder? Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, er ist voll. Gut, okay, das haben wir. Jetzt wollten wir uns auch noch ums Mehl kümmern, ne? Das war ja auch noch so eine Geschichte. Das kann ja auch per Zug dann da hochgebracht werden, ne? Der wartet auf freie Strecke, das ist gut. Fährt aber nicht nach da oben. Sondern er hier ist das, der dann das Mehl nach oben bringt, ne? Mehl Adenau Nord. Ah, der fährt zur Bäckerei, zum Markt und zur Mühle. Das heißt, die Paletten werden auch woanders hingebracht.
Gut, dann lassen den mal gerade hier offen stehen, aber wir bringen trotzdem einen Zug mit Paletten dahin. Wo war das Depot? Ziemlich weit unten, ne? Hier ist es. So, da brauchen wir eine Lok, die dann die Waggons durch die Gegend fährt, ne? Hier so eine schnuckelige kleine Werkslok oder sowas. Fährt allerdings nur 50, das ist ein bisschen wenig. Die fährt 160. Ja. Kostet 4,30 Euro. Diese hier wäre doch schön, die ist günstig, ne? Fährt 90. 120 bei 1,76. Was ist das für eine hier? Die fährt 100. Der Dampflok bringt sogar auf 130. 140. Was war denn das hier mit für eine Geschwindigkeit? Ach, der macht nur 100? Ah, das ist cool. Ich dachte, der wäre irgendwie bei 140. Das bedeutet, wir nehmen auch eine mit 100, und zwar diese. Und hängen dann da ein paar Palettenanhänger dran, ne? Das sieht so ein bisschen anders aus. Suchen. Mehl wäre es gewesen. Ah, das sind die Mehlanhänger. Würde ich jetzt diesen nehmen, ne? 31 Paletten. Wir schaffen ja so. Aber ich glaube, wenn wir so viel nehmen, wie wir jetzt dran haben, ne, dann reicht das schon. Das sind schon 150 Paletten, ne? Halblänge ist 4. Ja, lassen wir so. Und wir brauchen eine neue Linie, ne? Was ändere ich denn? Ach so, da, okay. Gut, dann haben wir da noch keine Linie. Das bedeutet, wir machen mal gerade eine neue Linie. Und zwar hier Zug, neue Linie. Fahren wir da mal hin. Und zwar von hier nach da. Passt dann, ne? Und die Linie nennen wir dann wie? Mühle. Bäckerei. So. Und den setzen wir dann da auch drauf. Warte mal, wir müssen, glaube ich, hier einmal Enter drücken, dass die angelegt ist. Dann können wir das schließen. Müssen wir nochmal gucken. Hier Mühlebäckerei, da ist auch noch eine 76er Rad gewesen, ne? Drücken jetzt Start und gehen mal gerade hier hin und klicken da drauf, dass wir den mitnehmen. Können wir hier schließen und verfolgen den im Endeffekt. Und bei dem müssen wir jetzt aufpassen, dass er hier Bäckerei, Markt, der fährt nur noch Marktmühle. Das bedeutet, wir müssen da die Linie ändern. Die Großbäckerei muss da rausgelöscht werden. So. Das sollte dann eigentlich die LKWs da oder den LKW, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, ersetzen.
Nur ist jetzt interessant zu wissen, wie viel er da macht. Er hat auf jeden Fall 27 Paletten Zucker dabei. Und hoffen, dass wir den Zucker jetzt in den Zug reinkriegen. Okay, der Zug ist gerade durch. Müssen wahrscheinlich da oben noch die ein oder andere Ausweiche machen. Und vielleicht fehlt uns da oben noch ein Ausweichsignal für den Bahnhof, ne? Es kommt da auch noch einer entgegen. Ja, da wird es ein bisschen schwierig da mit der Fahrstrecke. Jetzt fährt er. Müssen wir schauen, ob er jetzt da Beladung kriegt, ne? Und wollen hoffen, dass er jetzt hier links abbiegt. Ja, macht er, gut. Marktmühle gleich 0. Und ist voll geladen auf jeden Fall. Und der LKW. Wo fährt denn der jetzt lang? Ach, da, okay. Und er fährt doch die gleiche Linie, ne? Genau. Hat aber gar nichts mit. Folgen wir den. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Anzeige, aber der war gerade im Tunnel. Fast schon, ne? So, er hat hier die Ausweiche erreicht. Und wartet auch gerade brav. Wenn der hier schon kommt, dann können wir gerade mal reingucken. 71 Passagiere, okay. Hier oben beide 0. Dann bin ich gespannt, was er mitnimmt, ob er was mitnimmt. Hier muss noch eine Ausweiche hin, ne? So, er kommt an und entlädt da. Und kriegt nichts mit. Fährt leer zurück. Gut, und wenn wir schon hier sind, dann machen wir gerade hier. Die Ausweiche war da. Dann machen wir hier noch eine hin, ne? Und Signale noch gesetzt. Passt. Und er fährt bis dahin und dann wartet er, oder? Weil der Zug. Wo ist? Im Tunnel ist er nicht. Dann ist er da unten vor noch, okay. Ja, da müssen wir hier eigentlich noch was machen, ne? Einfach hier weiter rausziehen. Ist noch da, oder? Aber dann fahren die so einen komischen Bogen. Ist jetzt nicht so das Ideale, oder? Dann machen wir hier noch länger. Dann machen wir es so. Und nehmen hier das Gleis nochmal weg. Und Signal dahin. Da. Und da. Fast soweit. So, er fährt da hinten los mit 174 Passagieren und der Mailzug ist auch wieder voll. Das ist also am Laufen. So, die beiden sind unterwegs mit nix. Warte, der ist jetzt hier unten am Markt, ne? Was macht denn der Markt hier? Es gibt keine Eier. Es werden auch keine angeliefert.
Von da oben kommen eigentlich, glaube ich, die Eier, ne? Das ist die Frage. Warum kommen die Eier nicht durch? Fehlt da jetzt noch was? Mehl, Zucker und Eier. Backwaren warten hier, werden aber nicht mitgenommen. Werden denn hier Backwaren verkauft? Ja, die sind da auch gefordert. Und auch auf Paletten. Warum kriegt denn der keine Paletten mit? Komisch. Eier gehen da auch gleich zur Neige. Gibt's denn hier Eier? Ne, da wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte hier gucken. Eier gibt's da auch. Zum Radolfzeller Markt sollen die auch. Das soll beides zum Markt, aber mein Zug fährt da nicht hin. Das liegt daran, dass es irgendwo eine Linie gibt, die er noch erkennt, ne? Gut, da müssen wir uns dann irgendwie dran kümmern. Linien. Was ist das hier für eine Linie? Norddeutsche Mühle. Die löschen wir mal. Die war falsch. Er hat nur noch 244 Fahrgäste. So, die beiden sind da unterwegs. Er hat das volle Mehl wieder mit. Jetzt lass mal gerade ein bisschen schneller laufen, bis der Zug hier ist. Das interessiert mich, ob sich was geändert hat. Nee, hat sich nichts geändert. Er lädt immer noch nicht. Könnte aber mitnehmen, ne? Da fährt noch ein LKW. Was ist das für ein LKW? Eine Backwaren Adenauer Radolfzell. Wo fährt denn der lang? Okay. Das ist ja ziemlicher Blödsinn, ne? Dann gibt es zwei Linien, einmal diese Dreieckslinie und einmal diese, ne? Dann würde ich sagen, diese kann man dann ausmustern. Und den genauso ausmustern, ne? Wenn die beiden weg sind, sollte der Zug auch was mitkriegen, oder? So, er fährt fast voll. Diese Linie ist gleich tot, will ich hoffen. Hat noch geladen. Dann fährt er zur Großbäckerei. Und die beiden haben nämlich nichts, weil die das nicht machen. Komisch. Und er ist jetzt da und fährt schon wieder los. Aber ihn wollen wir ja sehen, dass er auf dem Rückweg was mitnimmt. Er hat 159 Passagiere, da bin ich auch gut zufrieden mit. Den können wir wieder ausmachen. Wie fährt er? Achso, er fährt jetzt da lang. Ja, das fluppt hier aber auch, glaube ich, ganz gut, ne? Hier ist halt nur der eine Zug, der die Gerste bringt, ne? Wo ist denn der? Der ist jetzt gerade nach unten gefahren. Da müsste man mal gucken, wie der eingestellt ist mit 100% warten oder sowas. Ist das denn ein Bahnsteig hier? Ne, ich glaube, das ist kein Bahnsteig. Das ist nur ein Gleis oder ist da ein Bahnsteig dran? Ne? So, der kommt jetzt hier gerade, den will ich wissen. Fahrplan.
Der wartet am Getreidehof nur auf voll. Also alles gut. Jetzt habe ich dem natürlich gerade das Signal da weggeklaut. Wir müssen da noch Signale hinstellen, dass der Zug vielleicht sinnigerweise da anders fährt. So, ne? Ich glaube, das kommt besser. Und er fährt ja dann auch wieder. Also warten tut er da unten, wenn. So, die beiden sind weg. Jetzt müssten die eigentlich hier gleich Ware kriegen, ne? Die Linie muss man noch umbenennen. Da ist ja keiner mehr drauf, also Linie weg. Und das ist nicht mehr Bäckerei Marktmühle. Ah. Sondern. Das ist nur noch Marktmühle. Fertig. Und die müssten jetzt mal irgendwo eine Ladung kriegen, ne? Einer hat da geladen, ne? Wo ist denn der? Der muss jetzt von der Mühle gekommen sein, ne? Ah, er müsste jetzt gleich Ladung kriegen. Ah ne, warte mal, der fährt ja vom Markt weg. Aber er hat trotzdem was gekriegt, und zwar den Zucker, der dazwischen läuft. Dann passt's ja. Und er ist wieder unser schöner Betriebshof. Ja, läuft, okay. Das ist gut. Der hat gerade abgeliefert, kriegt aber nichts mit. Und er hier unten hat jetzt Eier mit gehabt gerade. Das bedeutet, hier liegt was für den Markt. Die Backwaren 107 und Eier und auch Mehl ist noch da, genau. Jetzt sollten die LKWs auch in beide Richtungen liefern können. Also das erledigt. Jetzt ist die Frage, ob man hier so viele Fahrzeuge braucht, ne? Okay, der Zug bringt natürlich reichlich mit, muss man sagen, ne? Er hat jetzt hier Zucker wieder dabei. Und der Zucker wird auch nach da hinten gebracht werden, ne? Hat aber momentan nur Mehl da drauf. Waren auf jeden Fall alle vier schwarze Zahlen, ne? Und da kommt jetzt gerade der Zucker an, oder? Ja. So, er ist gerade reingefahren. Der Personenzug fährt durch. Der 76 Passagiere hat. Sieht gut aus, ne? So, Backwaren, Eier, Mehl und Zucker. Hier haben wir Zucker und Mehl. Hier haben wir nur Zucker. Und er hat jetzt Backwaren und Eier. Also das läuft. Strecke ist jetzt funktionabel. Gut, dann können die auch zu. Beziehungsweise, ja. Wer fährt jetzt gerade wo, ne? Ah, er fährt jetzt Backwaren und Eier runter. Alles klar, dann haben wir das jetzt auch schon geklärt. Das bedeutet, das funktioniert. So, wo steht er? Hier, wo kommt er denn weg? Oder wo fährt er hin? Gute Frage, ne? Warte, das kann zu. Und ich möchte wissen, wo er hierher kommt oder hinkommt. An wirtschaftliche Güter geladen. Getreidehof Norddeutsche Mühle. Was ist denn das? Drei Fahrzeuge stehen da irgendwo. Linie ändern. Das ist hier. Da fährt aber ein Zug vorbei. Das ist ein freier Wegpunkt, ja, okay. Das ist die Mühle. Wo steht der denn? Die stehen da alle und die brauchen da gar nicht mehr stehen, oder? Sehe ich doch richtig, ne?
Die nehmen doch alle den Zug. Das Getreide hier wird doch vom Zug abgeholt, oder bin ich da falsch informiert? Dieser hier nimmt das doch, oder? Mach den mal zu. Der kann auch zu. Und der auch. Und das muss weg. Und er fährt wohin? So, verfolgen gerade schnell. Der fährt jetzt gerade leer und holt hier hinten das Getreide ab, oder? Und kriegt er auch. Und diese hier können wir alle nach Hause schicken. Meine ich. Gut. Und das bedeutet, die Linie kann gelöscht werden. Läuft, ne? Okay, dann haben wir das auch geklärt. Da fährt gerade so ein TE vorbei. Der hat aber noch volle Auslastung. Und wenn wir schon dabei sind, da ist der zweite auch volle Auslastung. Können wir also so laufen lassen. Und wenn wir schon dabei sind, gucken wir hier unten auch noch mal gerade rein. Wo sind die? Da kommt einer. Volle Auslastung. Sehr schön. Schwarze Zahlen. Läuft. Gibt es da noch einen? Muss es eingeben, ne? Da ist er. Voll ausgelastet. Ups. Und da muss noch der dritte da sein, der jetzt wahrscheinlich hier unten ist. Alle ausgelastet. Super. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber erstmal reichen. Ich glaube, dass wir in der nächsten Folge nochmal schauen müssen, wie unsere Städte auch am Wachsen sind. Was wir da gemacht haben. Eben sahen wir ja hier. Ne, da müssen wir noch viel, viel weiterfahren. Wir hatten ja eben schon bei der Mühle, das ist jetzt hier nicht die Mühle, das war das. Und hier sehe ich jetzt nicht gerade, dass es über den Rand geht, jetzt nicht, aber hier unten bestimmt. Weil bei der Mühle war was ausgebaut. Hier, da muss irgendwo eine Bushaltestelle hin und da auch. Dann schauen wir nächstes Mal die Städte an. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Aber falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr die Info, wenn die nächste Folge kommt. Alles klar, bis dann. Tschüss.